Hallo und willkommen zu Cardos Debate Nummer 13. Heute zum Thema der globalen Schuldenkrise vor dem Hintergrund der aktuellen Covid-19-Krise. Ich bin Corinna von Cardos und habe heute die politische Ökonomin Mareike Beck bei mir, die zurzeit am King's College in London forscht. Und zwar dort zu dem Thema, wie Zentralbanken Privathaushalte als ökonomische Institutionen verstehen und wie sich deren Geldpolitik auf sozioökonomische Ungleichheit auswirkt. Generell sind Mareikes Forschungsschwerpunkte die Politik der globalen Finanzmärkte, insbesondere die Rolle der globalen Banken in der Finanzialisierung, die Hegemonie des US-Dollars und die Auswirkungen der Finanzialisierung auf das alltägliche Leben, insbesondere Verschuldung und Ungleichheit von Privathaushalten. Und was Finanzialisierung eigentlich bedeutet, wird sie gleich selbst erklären. Das kann sie am besten. Mareike hat in Brighton an der University of Sussex promoviert, zeitgleich mit mir, da kennen wir uns auch und ich freue mich da wirklich sehr, dass sie heute hier bei uns bei Debate ist. Wie schon damals auch, arbeitet sie heute auch noch häufig mit NGOs zusammen und die Verknüpfung von gesellschaftlichem Engagement und Wissenschaft ist hier wirklich sehr wichtig. Heute werden wir uns also über Schuldenkrise im globalen Süden unterhalten. Das ist auch für die humanitäre Hilfe ein sehr wichtiges Thema, denn oft sind es die nationalen Gesundheitssysteme, die finanziell das Nachsehen haben, wenn internationale Gläubiger bedient werden müssen. In Mareikes Vortrag erfahren wir außerdem etwas über die Rolle des US-Dollar, der nicht nur in der globalen Weltwirtschaft, sondern auch in der humanitären Hilfe die Währung ist und in der alles läuft. US-Dollar spielen letztendlich auch bei unserer eigenen Arbeit, also bei der Arbeit von Cardos in Nordostsyrien und im Irak eine große Rolle. Mareike wird erst eine Einführung in das Thema geben und dann hoffen wir, mit euch vor dem Bildschirm ins Gespräch zu kommen. Wir haben wieder einen Chat, in dem ihr Fragen stellen und mitdiskutieren könnt. Zu erreichen ist der Chat entweder direkt über die Streaming-Seite oder über unsere Webseite cardos.org/debate. Ihr könnt einfach Verständnisfragen stellen oder von euren eigenen Zugängen zu dem Thema zu berichten, vielleicht auch von eigenen Erfahrungen im Thema. Jetzt höre ich nur noch. Hallo. Gut, hallo. Corinna, vielen Dank für die Einleitung, ich muss mich jetzt erst mal finden. Wir hatten gerade noch die Technik zusammen gemacht. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Und ich werde heute über die Schuldenkrise, ein Problem von Schuldenkrisen reden und gucken, wie weit das ein Problem ist von Covid-19. Wie gesagt, ich bin am King's College London. Hier steht meine E-Mail-Adresse. Wer mit mir in Kontakt treten möchte, sehr, sehr gerne. Schuldenkrisen haben ja immer auch ganz viel mit globalen Finanzmärkten zu tun. Und wenn wir an globale Finanzmärkte denken, dann haben wir erstmal so einen Blick von so einer virtuellen Maschine im Kopf, von rücksichtslosen und gierigen Tradern, die regelmäßig Finanzkrisen verursachen. Die letzte ist ja auch erst 12 Jahre her. Und an diesem Bild ist auch sehr viel dran. Jetzt auch im Februar, März haben wir wieder gesehen, wie einige Hedgefonds sehr, sehr viel Geld gewonnen haben während der sich jetzt entwickelten und noch schlimmer werdenden Finanzkrise, die wir auch gerade haben. Und vor allen Dingen, als Leute gemerkt hatten, dass die Corona-Krise nicht nur auf China begrenzt war. Das Bild ist dran, aber heute möchte ich das ein bisschen problematisieren und gucken, wie die Finanzkrise, wie die Machtstrukturen innerhalb des globalen Finanzsystems diese Problematik ganz fest in unserer Gesellschaft verankern.
dann noch drauf gucken, wie diese Strukturen die Fähigkeit Länder verstärkt oder geschwächt auf die Corona-Krise jetzt zu antworten. Ja, jetzt vielleicht gleich einmal die Struktur, was ich heute machen werde. Als erstes werde ich über die globalen Schulden und die Rolle des US-Dollars in der globalen Finanzarchitektur sprechen. Also hier ganz konkret die sozioökonomischen Strukturen aufdecken. Dann über die Schuldenkrisen konkret im globalen Süden und die Auswirkungen der Schuldenlast auf die Corona-Krise und danach gucken, was machen denn die multilateralen Organisationen, die häufig dafür zuständig sind, mit diesen Krisen umzugehen und ganz viel Kredite auch vergeben. Und danach eine kurze Bewertung von der Antworten. Und ich nehme es schon mal vorweg. Ich denke, dass nur ein radikaler Schuldenschnitt uns jetzt noch helfen kann. In der Corona-Krise hören wir ja häufig, we're all in this together. Das stimmt ja leider so nicht. Und die globale Schuldensituation ist da ein ganz wichtiger Faktor, wie wir in dieser Krise sind und wie wir damit umgehen können. Und hier habe ich rechts eine globale Weltkarte, wo eingezeichnet ist, wer denn ja jetzt schon in einer Schuldenkrise ist oder auch ein hohes Risiko hat, da vielleicht hineinzukommen. Das ist eine Grafik vom Jubilee Debt Campaign. Das ist eine kleine NGO in England und die arbeitet ganz viel zu Schulden. Und die haben ausgerechnet, dass die gesamten Schulden, die Regierungen, Firmen oder einzelne Leuten, Firmen oder Staaten aus anderen Ländern schulden, 47 Trillionen sind in 2017. Das kann man sich vorstellen, das sind dann 10.000 Dollar pro Person oder 100% des globalen Einkommens. Also wir sind schon vor der Krise, bevor Corona überhaupt angefangen hat, bevor die Wirtschaftskrise irgendwie sichtbar wurde, hatten wir sowieso ein Schuldenproblem schon. Spielt ganz stark, na, jetzt gehen wir vielleicht doch nochmal zurück. Wenn wir uns jetzt diese Karte angucken, dann sehen wir, dass das eigentlich auch global verteilt ist und viele Länder ganz hohe Schulden haben. Zum Beispiel, wenn wir uns USA angucken, die sind ein Risikoland für eine private und eine Regierungsschuldenkrise. Krise ist hier definiert als, dass die Schuldenrückzahlungen und Zinsen einen signifikanten Teil der Staatsausgaben, Privatausgaben ausmachen. Da ist aber jetzt nicht das Problem sofort, wie viel ein Land hat, sondern ganz massiv, wie gut man damit umgehen kann, hängt auch damit zusammen, wie gut man sich refinanzieren kann. Also Staatsschulden zum Beispiel, da nehmen die Staaten Bonds auf, die haben eine bestimmte Laufzeit und dann muss man die wieder refinanzieren. So, das kann man an den Kapitalmärkten machen. Und diese Fähigkeit, das jedes Mal wieder zu machen, hängt ganz stark damit zusammen, wie teuer Schulden generell sind und wie gut man damit umgehen kann. Zum Beispiel die USA, die kann das ganz einfach. Deutschland auch, ganz geringe Zinsen hört man. Spanien, okay, sieht man, ist ziemlich an der Grenze. Die afrikanischen Länder, das werden wir später sehen, die haben ja ein riesengroßes Problem. Und das liegt an der Rolle des Dollars und auch an der Rolle und damit hat auch die Rolle der US Federal Reserve einen riesen Machtstatus innerhalb der Finanzmärkte.
Genau, und das sieht man auch, was auf den globalen Finanzmärkten passiert ist, als die Corona-Krise angefangen hat, nicht nur als Problem von China angesehen zu werden, sondern dass es auch nach Europa kommt. In den USA wird ja häufig gesagt, naja, deren System zeigt gerade, wie problematisch es eigentlich ist, weil sie können ja leider überhaupt nicht mit den gesundheitlichen Schäden umgehen. Also das System hat versagt. Allerdings, wenn wir uns dann das Finanzsystem angucken, da funktioniert es irgendwie sehr gut. Kann man hier weil die Federal Reserve, die hat ganz stark die Finanzmärkte stabilisiert, als es ein Problem gab. Und das Problem war, dass auf einmal alle Leute Dollar haben wollten. Das kann man hier am Graphen oben links sehen. Da sind Currency Basis Swaps eingetragen auf dem linken Graph. Das heißt, im Prinzip kann man sich das so vorstellen, wie können wir unsere Euro in Dollar umtauschen. Als Investoren gemerkt haben, dass es eine größere Wirtschaftskrise gab, das wurde so ungefähr Mitte März sichtbar, wollten alle verkaufen und dafür Dollar kaufen. Also anstatt, einige haben schon spekuliert, aber nicht alle, die meisten wollten Sicherheiten haben. Das heißt, sie wollten in Dollar investieren, das heißt, der Dollar wurde richtig teuer. Das war so schlimm, dass wirklich Leute gedacht haben, gleich kollabieren die Finanzmärkte. Und zur gleichen Zeit wollten Leute in die US Treasuries, also in die Staatsschulden, die Staatsanleihen der USA investieren. Und deswegen, das sieht man dann auf dem rechten Graphen oben, wurden die ganzen Gelder aus den Emerging Markets Economies, nennt man die, abgezogen. Da sieht man auch ganz zum Schluss, wie da der Graph ganz runtergeht. Das heißt, die Gelder wurden alle in den sogenannten sicheren Hafen in die USA und in den Dollar investiert. Und jetzt können wir durch den auf den rechten Graph gucken, hier rechts so rum, hier rechts unten. Da sieht man, wie die Federal Reserve Käufe auf dem Markt oder ihre Balance Sheet erhöht. Da sieht man ganz rechts auch wieder im Jahr 2020 ging die unglaublich hoch. Und was ich ganz interessant finde, ist, wenn wir das mit der Finanzkrise 2008, 2009 vergleichen, die Projektion, also das, was erwartet, was zukünftig gekauft wird, das ist sehr, sehr viel größer als was damals war. Also in meinem Kopf ist die globale Finanzkrise 2008 als die Riesenkrise im Kopf. Aber was wir jetzt sehen, ist eine Riesenauswirkung. Also nochmal zusammenfassen. Der Dollar wird unglaublich teuer. Alle wollen Sicherheiten. Und dann kann uns eigentlich nur noch die US Federal Reserve retten, und die öffnet ihre Geldschleusen wie nie zuvor. Die vergibt sogenannte Swaplines an ganz viele Länder, sehr viel mehr Ländern, als sie es vorher gemacht haben. Das bedeutet, die stellt eine Verbindung zu den anderen Zentralbanken her, indem sie den Dollar gibt für die Währung der Länder. Also zum Beispiel, sie gibt Dollar an die EZB, die Europäische Zentralbank, gibt Dollar zurück, Euros zurück. Und das macht sie, weil europäische Banken sich mit Dollar finanzieren. Sie brauchen auch Dollar. Die EZB hat nicht genügend, deswegen braucht sie hier die Fed. Was dann auch noch passiert ist, dass die Federal Reserve direkt Unternehmensschulden gekauft haben. Das war vorher eigentlich auch ein Tabu. Also daran sieht man, wie turbulent da die Märkte waren, wie die Finanzinstitutionen da alle gedacht haben, jetzt gibt's eine Riesenkrise. Also die Federal Reserve hat dann als Krisenmanagerin das stabilisiert. Und deswegen sind für mich Schulden nicht nur eine quantitative Größe, die man irgendwie an einem Volumen messen kann, sondern es ist ganz klar ein Machtverhältnis.
Und da ist der Dollar in der Hierarchie der Währung ganz oben. Und somit entscheidet die Federal Reserve, wem sie hier ganz viel Geld gibt und wem nicht. Da haben einige Zentralbanken keinen Zugriff. Japan, Europa, England, die haben. Und das hat sie auch ein bisschen weiter ausgeweitet. Das heißt, dass globale Finanzströme und damit auch Schulden, ne, die laufen dann doch immer wieder irgendwie in einem Punkt zusammen, auch wenn die global fließen. Was heißt das jetzt für die Länder im globalen Süden? Das ist ja jetzt hier irgendwie das ist ja das Thema. Und die Rolle des Dollars oder diese Machtverhältnisse im globalen Finanzmarkt, die haben ganz große Auswirkungen auf das, was ich nenne, das ist eine dreifache Krise. Erstens wird die große Schuldenlast, die sie ohnehin schon hatten, das haben wir am Anfang gesehen, wird noch teurer, weil der Dollar teurer wird und sie ihre Schulden in Dollar zurückzahlen und refinanzieren müssen. Die Finanzkosten haben sich seit Mitte Februar um 10% erhöht. Das können wir hier rechts in dem Graphen sehen, im Prinzip alle Währungen gegen den Dollar verloren haben. Und da sieht man auch den Vergleich zur Krise wieder von 2008. Das war, bevor jetzt Corona passiert ist, immer so als, ja, das war so ein Standpunkt oder so ein Vergleichspunkt. Das war damals richtig schlimm. So, der Dollar oder die Rolle des Dollars und wie die Schulden und die Länder im globalen Süden von dem Dollar abhängen, verschlimmert die Wirtschaftskrise, hat sowieso schon die Ausgangssituation ziemlich schwierig gemacht und durch die ganzen Kapitalabzug, also während der Krise ging ganz viel Kapital aus afrikanischen Ländern in die USA, das heißt, die hatten natürlich noch weniger Geld, um auf diese Wirtschaftskrise zu antworten. Und dann das Dritte ist natürlich die schwache Gesundheitsversorgung. Da gehen wir auch kurz drauf ein, was das wieder die Situation wieder mit den Schulden ist und dem Dollar. Zu den Auswirkungen der Schuldenkrisen im globalen Süden ist ganz wichtig für die Gesundheitssysteme, und um das Ganze mal in Kontext mit die Schuldenausgaben in Kontext mit den Gesundheitsausgaben zu setzen. Das ist auch wieder eine Rechnung von Jubilee Debt Campaign, sowie im Verbund mit anderen NGOs. Da war noch Oxfam dabei zum Beispiel. Also 64 Länder geben mehr Geld für Schulden aus als für die Gesundheitsversorgung. Und Ghana, dann diese Zahl fand ich richtig krass, zahlt viermal so viel wie für die Gesundheitsversorgung wie, nee, Entschuldigung, Ghana zahlt viermal so viel für die Schuldenrückzahlung wie für die Gesundheitsversorgung. Und die auch wieder eine Schätzung von Jubilee Debt Campaign, die 76 ärmsten Länder global gesehen zahlen folgende Schuldenbeiträge in 2020, sind 18,1 Billionen an bilateralen Schuldenzahlungen an andere Regierungen, 12,4 Billionen an multilaterale Institutionen wie der IMF und die Weltbank und 10,1 Billionen an externe private Kreditoren, so Banks und Hedgefonds, da komme ich gleich noch zu diesen verschiedenen Arten von Schulden. Und dieses Geld fehlt dann natürlich, um das in die Gesundheits
Versorgung zu geben oder auch auf die Wirtschaftskrise zu antworten. Wenn ich jetzt nach Worten suche, dann liegt das daran, dass ich auch normalerweise Vorträge auf Englisch halte. Also falls ich in Zukunft mehr Denglisch rede, dann bitte ich das zu entschuldigen. Hier gab es eine Rechnung, da gucke ich jetzt gerade aus einem Oxfam-Report, dass wenn zum Beispiel, wenn man diese Schuldenlast einfach mal canceln würde, dann könnte die Regierung Cash Grants von $20 pro Monat für die 16 Millionen Kinder, Menschen mit Behinderungen, älteren Leuten für 6 Monate geben. Südafrika zum Beispiel kämpft schon gegen Tuberkulose und AIDS und nun müssen sie Ressourcen da auch wegnehmen aus der Gesundheitsversorgung, um dann gegen Corona einzusetzen. Also diese Gelder, die da rausgehen, die fehlen ganz massiv jetzt, um auf die Wirtschaftskrise einzugehen, aber vor allen Dingen auch, um ein ordentliches Gesundheitssystem vorher aufzubauen und es jetzt auch wieder zu erhöhen. Wir haben das ja zum Beispiel in Deutschland gesehen oder auch in Europa. Da wurden jetzt massive Gesundheitsinvestitionen getätigt. Natürlich nicht genug und es gibt richtig schlimme Arbeitsbedingungen. Aber in Ländern wie in Ghana, da ist das Geld halt einfach nicht vorhanden und wird aber zusätzlich noch an externe, internationale, westliche Investoren ausgegeben. Neben den großen Investitionen in das Gesundheitssystem wurde in Europa, da auch wieder unterschiedlich, aber da wurden riesige Fiskalpakete geschürt. Wir haben hier eine Kurzarbeitergeld zum Beispiel, auch wieder nicht genug. Aber in Ländern im globalen Süden, da haben sie, gibt es das Geld nicht. Zum Teil, weil es ja auch ein Riesenteil für Schulden ausgegeben wird. Und zweitens können sie ihre Schuldenlast ja auch nicht wirklich erhöhen. Also dadurch, dass die Staatsschulden in diesen Ländern als risikohaft jetzt angesehen werden, bekommen sie auch, also kosten sie auch mehr. Seit Mitte Februar haben sich die Zinsen im Durchschnitt 10% erhöht. Das heißt, die können da jetzt auch nicht neue Ressourcen ohne weiteres sich holen. Die ILO, die International Labour Organization, hat ausgerechnet oder hat davor gewarnt, dass die Hälfte der globalen Arbeitskräfte die Arbeit verlieren könnte. Also wir haben hier auch eine zukünftige, richtig schlimme Wirtschaftskrise. Und das wirkt sich jedes Mal, ich höre jetzt leider ganz stark das Telefon, das wirkt sich immer ganz stark auf die sogenannte informelle Ökonomie aus. Da gibt es auch ziemlich viel Forschung, die hat sich auf vorherige Finanzkrisen die hat vorherige Finanzkrisen analysiert. Da beziehe ich mich auf die Literatur, wenn das jemand interessiert, die Political Economy of the Everyday, die Feminist Political Economy. Was da noch passiert ist, dass die Privatschuldung dann ganz stark zunimmt, weil Menschen sich jetzt privat verschulden müssen, um für ihre Gesundheitsversorgung zu bezahlen. Durch den Rückgang der Staatsausgaben, der jetzt auch kommen wird, weil sich die Schulden erhöhen, weil sich die Schuldenausgaben von den Staaten erhöhen werden, nimmt die Care-Arbeit zu Hause zu. Wissen ja typischerweise, wer
wer die eigentlich übernimmt. Da hatte ich auch eine Zahl, genau, die, das war die UN Women, die haben ausgerechnet, dass Frauen durchschnittlich 4,1 Stunden pro Tag Hausarbeit machen, Männer 1,7. Das ist jetzt natürlich eine Generalisierung, aber durch Finanzkrisen, die wir vorher hatten, die East Asian Crisis in 97, zum Beispiel die Finanzkrise 2007, 2008, die Mikrofinanzkrise 2010, da waren meistens dann Frauen mehr betroffen, indem sie Arbeit verloren haben, beziehungsweise dann die Care-Arbeit zu Hause übernommen haben. Was jetzt in Corona-Zeiten noch hinzukommt, ist, das können wir hier am rechten, in der rechten Grafik sehen, die ist auch von der UN Women, da ist Arbeiten im Durchschnitt 80% Frauen in den jetzt sehr relevanten Gesundheitsjobs, und die sind also dem höheren Risiko jetzt auch in ihrem Job ausgesetzt, Corona zu bekommen. Da gibt's jetzt Studien in Italien und Spanien, dass prozentual Frauen mehr Corona bekommen haben als nicht. Woran das jetzt liegt, das weiß ich leider nicht. Aber was wir jetzt im heutigen Lockdown sehen, dass ja überall wurde ja die Devise "bleibt zu Hause" ausgegeben. Es wird so langsam ein bisschen gelockert, aber in vielen Orten auch nicht. Dass Frauen arbeiten in systemisch wichtigen Berufen und in der Care-Arbeit zu Hause, und beides hat sich jetzt durch die Wirtschafts- und Finanzkrisen und die Gesundheitskrise gibt's mehr Arbeit unter schlimmeren Voraussetzungen. Also Finanzkrisen oder auch Schuldenkrisen verstärken auf jeden Fall bestehende Ungleichheiten. So, was ist denn die Antwort darauf der multilateralen Organisationen, die auch dafür zuständig sind, diese Krisen zu managen? Bei der FED haben wir gesehen, dass die ihre Rolle ist, oder was sie hat gemacht, ist ganz, ganz viel Liquidität ins System zu pumpen, und das hat das Ganze erstmal stabilisiert. So, das hat aber noch nichts verbessert, sondern eigentlich im Prinzip die Assets und Equities von den Finanzinstitutionen, privaten Finanzinstitutionen gerettet. Das heißt natürlich auch, dass Unternehmen nicht pleite gegangen sind und so weiter. Aber das war erstmal die Antwort. Stabilisieren und Erhaltung des Status Quo macht denn jetzt der IMF und die G20 was, um das zu verbessern? Der IMF ist ja wirklich der globale Risikomanager, und der kann eigentlich ganz massiv auf die Schulden Einfluss nehmen, die multilateralen Institutionen an multilaterale Institutionen zurückbezahlt werden müssen. Das ist eine Art von Schulden. Die zweite Art von Schulden sind die Staatsschulden, also die Länder an andere Staaten zahlen müssen, und dann Privatschulden, das sind meistens an Banken. Und der IMF hat tatsächlich auch gesagt, das ist eigentlich ganz spannend, sich da den Diskurs mal anzugucken, dass er schon jetzt globale Solidarität möchte. Also ich glaube, die zwei Worte hat er vielleicht nicht genommen, aber Wörter oder Konzepte wie Ungleichheit und finanzschwache Staaten schützen, da haben sie auf jeden Fall viel von erzählt. Ich habe da gerade bei einer Konferenz zugehört, von wo die Direktorin mit der Financial Times geredet hat. Also die war ganz, ja, die war wirklich dafür, dass wir jetzt finanzschwache Staaten schützen müssen. Und sie haben sogar gesagt, und das ist auch mal was Neues, dass die jetzige Schuldensituation nicht nachhaltig ist. Also da ist quasi die Problemdefinition ist nicht, wie sonst immer, Staaten sind korrupt, Staaten müssen ordentlich wirtschaften,
Staaten müssen ihre Schulden zurückbezahlen, weil man kann ja nicht einfach die Schulden nicht zurückbezahlen. Das war ja ein Vertrag vorher. Und die haben auch massiv ihre Hilfen erweitert. Also es ist wirklich in einer Geschwindigkeit geschehen, das haben wir vorher noch nicht gesehen. 50 Länder haben innerhalb von 4 Wochen Gelder bekommen. Da war sogar wieder die Vorsitzende auch überrascht. Sie haben einen Schuldenerlass für die nächsten 6 Monate gegeben. Also da müssen die Staaten jetzt die nächsten 6 Monate nichts zurückbezahlen. Und der Notfallfonds wurde auf 1 Trillion erhöht. Und hier auch wieder der Vergleich zur Finanzkrise von 2008. Waren 250 Milliarden. Die Entwicklungsbanken haben, die haben auch Kredite gegeben, 240 Milliarden zusammen erstmal, da kommt wahrscheinlich noch mehr, weil alle diese Akteure sagen, auch die Wirtschaftskrise wird wahrscheinlich schlimmer ausfallen, als wir das jetzt denken. Und die G20, die Vereinigung der Staaten, das war eigentlich auch ganz spannend, weil die haben auch gesagt, dass die eine Schuldenstundung haben wollen von 12 Milliarden. Und das sind die Staatsschulden, die hier besprochen werden. Die müssen bis 2022 erst dann müssen die zurückbezahlt werden. Und hier haben einen Hauptteil China und Saudi-Arabien erlassen. Und sie haben eine Bitte an die Privatbanken ausgesprochen, dass hier auch Schuldenstundung verfolgt werden soll. Da haben sie, ja, mehr als eine Bitte haben sie da erstmal nicht gemacht. Wie sind diese Antworten jetzt zu bewerten? Reicht das damit, Staaten jetzt auch wirklich Gelder in die Gesundheitssysteme, in die Livelihoods von Leuten investieren können? Erstmal, was sehr bemerkenswert ist, das habe ich ja schon ein bisschen angesprochen, das Schuldenproblem wurde erkannt vom IMF. Also es ist wirklich ein neuer Diskurs, finde ich. Es ging nicht darum zu sagen, oh, ihr habt schlecht gewirtschaftet, sondern wirklich, wir haben hier ein Schuldenproblem, wir müssen das gemeinsam meistern und es gibt hier eine Verantwortung von allen. Und der Schuldenerlass ist tatsächlich ein Anfang. Hier die G20 und der IMF haben da schon, ja, also das sind im Prinzip Forderungen, die schon lange von NGOs und Civil Rights Organizations gestellt wurden, die auch wirklich gesagt haben, das kann nicht sein, dass wir jedes Mal wieder eine Krise haben. Die generell wird gesagt, das reicht nicht. Also Oxfam, UN, Punkt hat, IMF, sagen, wir brauchen 2,5 Trillionen, sind global nötig, um Länder aus dem globalen Süden zu helfen. Da sind wir noch nicht da. Das reicht, also genau, das sind die Gelder, die irgendwie, ja, zur Verfügung gestellt werden sollen. Allerdings, zum Teil fiel ja auch aus Krediten. So, die G20 hat die Banken gebeten, ihre Schulden zu erlassen. Da sagen sie, ja gut, die können wir natürlich nicht zwingen. Aber was interessant ist, ist, dass 90% der afrikanischen privaten Schulden, also afrikanische Länder schulden Geld an Privatbanken, sind gesetzlich in UK abgewickelt. Und da könnte die Regierung die Banken zwingen, multilateralen Abkommen zu folgen. Das ist rechtlich möglich und das wurde auch schon mal gemacht. Also hier gibt es auf jeden Fall noch mehr Spielraum. Abhängigkeit, Entschuldigung, jetzt ist leider, es ist ein bisschen witzig, meine Batterie von meinem Bluetooth Kopfhörer ausgegangen, deswegen fehlt mir jetzt eine Person im Kopf. Aber das gucken wir gleich, wie wir das regeln. Und in die lateinamerikanischen Ländern, da ist ganz viel rechtlich über New York abgewickelt. Das heißt, da haben die Staaten auf jeden Fall schon auch
Handlungsspielraum den privaten Banken zu sagen, so, ihr müsst euch halt diese multilateralen Abkommen halten, um auch wirklich beide Seiten hier in Verantwortung zu ziehen. Was keiner von diesen macht, ist die Abhängigkeit vom Dollar. Das wird überhaupt nicht problematisiert. Das heißt, wenn diese Länder Gelder brauchen, sind sie immer noch abhängig von den Kapitalmärkten, die auf dem Dollar, je nachdem, was mit dem Dollar passiert, je nachdem, ob der hoch oder runter geht, wo diese Länder überhaupt keinen Einfluss drauf haben, werden auch ihre Schulden und ihre Finanzkraft beeinflusst. Und gerade diese Schuldenstundung schiebt das Problem einfach nur in die Zukunft und neue Kredite auch. Also zum Beispiel die multilateralen Entwicklungsbanken, die geben großzügig Gelder und sagen, wie viel sie die Wirtschaft schützen. Allerdings verschiebt sie dieses Schuldenproblem einfach nur in die Zukunft, zum Teil sogar noch schlimmer. Und wir haben ja gesehen, dass die normale Situation schon problematisch ist. Und das heißt, wir haben dann später noch eine höher verschuldete Gesellschaft, die wir jetzt haben. Und deswegen können wir eigentlich nur mit einem radikalen Schuldenschnitt helfen, weil alles andere würde diese Länder weiterhin in der Abhängigkeit von den Finanzmärkten halten und würde nicht helfen, weil wir brauchen hier ganz viel Finanzkraft, um jetzt das in die Wirtschaftskrise zu investieren. So, das war's jetzt erstmal von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich werde jetzt mal das Telefon hochnehmen und gucken, ob es vielleicht einige Fragen gibt, die mir dann gestellt werden. Corinna? Jetzt. Ich höre mich einfach nur noch doppelt jetzt. Corinna? Ja. So, bin ich jetzt wieder online? Ich weiß es nicht so genau. Okay, ich rede einfach okay, übers... Ah ja, super. Okay, also... Mareike, vielen Dank für den Vortrag und die Einführung. Wie ihr zu Hause vor dem Bildschirm merkt, kämpfen wir teilweise immer noch ein bisschen mit der Technik, aber so ist das halt in der Covid-19-Krise, wenn man das von zu Hause machen muss. Wir sind natürlich nicht nur zu Hause, sondern wir, weil an dem Bild im Hintergrund erkennen könnt, sind wir zumindest virtuell bei uns im Makerspace, wo normalerweise das Debate stattfindet und wir dann meistens mit ziemlich vielen von euch sitzen und dann nach einem Vortrag über das Thema angeregt diskutieren. Das ist natürlich in der jetzigen Situation ein bisschen schwierig, aber wir wollen das trotzdem versuchen, nochmal ins Gespräch zu kommen über das Thema. Ihr könnt da auf jeden Fall mitmachen. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, einfach nochmal Verständnisfragen stellen oder selbst Diskussionsbeiträge bringen. Es gibt einen Chat, über den ihr euch melden könnt. Den findet ihr entweder direkt verlinkt im Stream oder auf unserer Webseite cardus.org/debate. Da findet ihr einen Link zum Chat und da könnt ihr eure Fragen reinstellen. Bis jetzt sind hier noch keine Fragen angekommen. Deswegen, Mareike, sind wir jetzt erstmal noch zu zweit und können uns noch ein bisschen unterhalten. Also danke nochmal für den Vortrag und vor allen Dingen auch die Mühe, das auf Deutsch zu machen. Du machst das ja normalerweise eher auf Englisch. Aber ja, also super, super interessant. Ich habe mir ein paar Fragen notiert. Das ist jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen Wiederholung, weil die vielleicht auch schon im Gespräch dann, oder in deinem Vortrag wieder teilweise beantwortet hast. Aber ich würde einfach nochmal zurückgehen zu der Frage dieser Diskurswechsel vom IMF, also dem International Monetary Fund.
dass sie jetzt wirklich anerkennen, dass diese Schulden ein Problem sind und dass er jetzt zumindest gestundet wird. Aber mich interessiert da nochmal, also gibt's da, oder hast du das Gefühl oder hast du das erkennen können, dass es wirklich da so eine Erkenntnis mit auch ein bisschen Weitsicht gibt, dass auch, wie diese Schulden entstanden sind, dass das schon ein Problem ist, also dass da generell im globalen Wirtschaftssystem einiges schief geht, oder ist das eher kurzsichtig, oh, wir müssen jetzt dann doch mal die Länder mehr stabilisieren, denn wenn, also ja, wenn es keine Gesundheit mehr gibt und die Arbeitsfähigkeit sinkt, die Kaufkraft sinkt, das ist dann auch schlecht für uns? Oder ja, ist da wirklich, also ist da wirklich auch so ein im Denken so ein Paradigmenwechsel zu sehen, oder ist das jetzt nur mal kurzfristig so, vielleicht müssen wir die ein bisschen mehr stabilisieren? Mhm. So, ich licht dich mal jetzt ganz kurz weg. Ja, das ist eine super Frage. Und genau, IMF, Internationaler Währungsfonds, International Monetary Fund. Genau, falls jemand noch irgendwelche Verständnisfragen hat, dann bitte auch stellen. Genau, mit der Technik kann es sein, dass ich da Dinge zu schnell angesprochen habe. So, gibt es da wirklich eine Änderung oder eine Erkenntnis, dass da vielleicht auch im System was falsch läuft? Oder ist es einfach so zur Stabilisation? Also das, was jetzt passiert, was jetzt ad hoc alles rausgehauen wird im Prinzip an Geldern, ist natürlich erstmal ad hoc. Es gibt eine Riesenkrise, es gibt eine globale Krise und wir müssen die jetzt stabilisieren. So, das ist jetzt erstmal das Erkenntnis, dass es eine globale Krise gibt, die, wenn Länder im globalen Süden damit nicht zurechtkommen, dass dann eigentlich alle ein Problem haben werden. Ja, also das ist erstmal ein ganz pragmatischer, eine ganz pragmatische Idee. Gerade wenn wir uns globale Unternehmen, Wertschätzungsketten anschauen, wir sind alle irgendwie vernetzt, wenn es den Coronavirus weiterhin gibt, sind auch alle nicht sicher. Insofern ist es ganz ad hoc, dass die größte Motivation gerade jetzt Krisenstabilisation. Was sich wirklich verändert hat, ist, wie darüber auch geredet wird. Also das tatsächlich hat sich ja im Diskurs was verändert, in dem auch Ungleichheit thematisiert wird. Und zwar jetzt nicht nur von so Unternehmen, Organisationen wie Oxfam, sondern tatsächlich auch der IMF. Also ich war wirklich überrascht, wobei ich habe der Direktorin lang nicht mehr zugehört, aber jetzt am Dienstag, wie stark es doch ging, ja, es sind Länder, die haben keine Ressourcen, jetzt mit diesem Problem umzugehen, und die müssen leider zu viel Geld an Investoren zurückzahlen. Das heißt, den Ländern müssen wir helfen und da müssen alle mitziehen. So, und der Unterschied ist auch, dass zum Teil diese Gelder fließen ohne diese strikten Konditionen. Also wenn wir uns in den 80ern anschauen, was der IMF und die Weltbank da gemacht haben, da wurden richtig krasse Konditionen zur Austerität, also Staatsausgaben runter und so weiter, um an diese Gelder ranzukommen. Und das ist mir jetzt nicht aufgefallen, wie jetzt die einzelnen Details dann aussehen, wie zum Teil dann auch länderspezifische Programme aufgesetzt wird, das weiß ich nicht, was da jetzt rauskommt. Aber der Diskurs hat sich auf jeden Fall ganz, ganz stark geändert, und es wurde als schön Problem anerkannt und nicht als diese Länder haben falsch gewirtschaftet. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es jetzt ganz klar ein Problem von Corona auch ist. Und da kommen wir zum zweiten Teil, wird thematisiert, wie das
System, das Finanzsystem als solches ein Riesenproblem ist. Naja, da würden alle wahrscheinlich sagen, ja gut, natürlich, da müssen wir verbessern. Und was sie auch anerkennen, ist, dass häufig werden so Steuerhinterziehung oder Korruption innerhalb von Finanzbeziehungen, das wird natürlich auch verteufelt. Was aber zum Beispiel spannend war, es gab eine Studie von der Weltbank, wo herausgefunden wurde, dass immer ein Teil oder genauso viel Geld wie von der Weltbank, von einem Programm in ein Land reinging, da ging dann auch ein wirklich signifikanter Teil in einen Tax Haven, in eine Steueroase. Und der Report, da habe ich jetzt leider die Lead Writerin den Namen vergessen, aber der Report, den wollte die Weltbank dann nicht veröffentlichen. Das war irgendwie eine Chefin, ein Chief Economist, glaube ich. Also so ganz wird systemische Probleme, werden die natürlich nicht angehen wollen. Genau. Insofern hier auch wieder meine Bewertung. Die Abhängigkeit vom Dollar wird nicht problematisiert, die Machtstrukturen generell, da würde der IMF sagen, überhaupt nicht meine Rolle. Ich meine, er ist ja Teil davon, ne? Also diese Stabilisation, die hilft, also diese Hilfe an die Länder, die gehen ja dann viel auch an die Privatbanken, ne? Also stabilisiert werden die Kredite vergeben, die kriegen so ihr Geld zurück. Aber genau. So. Da bin ich wieder. Wahrscheinlich haben wir noch eine kurze Verzögerung. Okay, danke. Oh ja, okay. Also geht zumindest tendenziell ein ganz kleines bisschen vorsichtig in die Richtung mit dem Diskurs. Das ist ja schon mal ganz gut zu hören. Du hattest ja vorhin schon angesprochen, dass das natürlich gut ist oder gut wäre für die verschuldeten Länder, wenn man nicht nur stundet, sondern die Schulden auch erlässt. Kannst du da nochmal eine Einschätzung geben? Wie wäre das dann wiederum auf der globalen Ebene und auch für die Gläubiger? Also wenn man jetzt sagt, okay, Schuldenstunden, das verschiebt das Problem nur nach hinten. Wir erlassen jetzt vermehrt Schulden. Gibt es da irgendwelche Auswirkungen, also auch negative Auswirkungen, die man beachten müsste? Also dass das für die Länder, für die verschuldeten Länder eher positiv wäre, davon kann man ja ausgehen. Aber also gibt es da auch was Negatives, was man beachten müsste? Ja, also negative Auswirkungen. Da gibt's natürlich das Argument, wenn wir jetzt einfach sagen, ist ein Schuldenschnitt, dann würde sich das Risiko erhöhen für zukünftige Schuldenaufnahme. Also das kommt ja dann eigentlich fast einem Default gleich. Würden viele argumentieren, dass die zukünftigen Schuldenaufnahme für diese Länder erstmal nicht so richtig möglich ist, weil denen keiner mehr Geld geben möchte. Also internationale Investoren würden denen dann kein Geld mehr geben, weil sie dann ja noch mehr Angst haben, dass sie es nicht mehr zurückbekommen. In dem System, wie es jetzt ist, wäre das natürlich ein Risiko. Also dieser Schuldenschnitt, da müssten weitere Strukturen folgen, dass die Länder sich innerhalb ihrer eigenen Länder vielleicht Geld beschaffen können, dass man wirklich so die Weltbank oder den IMF umfunktioniert, um hier zinslose Gelder für Infrastruktur zu vergeben oder sogar auch zu schenken. Ich glaube, das Geld ist da. Weiterhin gibt es da in diesem Diskurs oder in dieser Begründung einen logischen Fehler. Also das ist inkohärent, so zu argumentieren, weil es wird
es wird ja gesagt, dass diese Investoren, die tragen ein Risiko und deswegen bekommen sie Zinsen. Ne? Also so werden diese Zinsen legitimiert. Aber wir haben ja gesehen, die tragen eigentlich überhaupt kein Risiko, weil dann der IMF oder Entwicklungsbanken oder auch andere Staaten immer wieder zur Hilfe kommen. Deswegen glaube ich, dass man hier die Funktion im Finanzsystem und die Abhängigkeit vom Dollar hier auch mit thematisieren müssen. Also hier mache ich wirklich ein Riesenbild auf. Aber sonst anders kommen wir aus dieser Schuldenproblematik nicht raus. Deswegen müsste man natürlich dann aufpassen, wie, wenn man einen Schuldenschnitt macht, und den müssen wir machen, wie man dann sicherstellt, dass die Länder trotzdem noch fürs Gesundheitssystem Aufbau, für die Infrastruktur auch noch Ressourcen haben und über diese auch verfügen können. Jetzt ein Risiko wäre vielleicht noch, dass Banken, die ja doch im Wirtschaftssystem, wie wir es haben, sehr wichtig sind, dass die massiv drunter leiden würden, wenn ihre Assets, jetzt ihr Vermögen jetzt einfach wegfällt. Ne? Das wäre ja natürlich auch irgendwie ein bisschen ein Problem. Aber wie gesagt, eigentlich wurde dieses Risiko ja schon eingepreist. Deswegen müssten sie, ja, ich würde sagen, damit müssen sie umgehen können. Und was dann wiederum Staaten im Westen machen können, ist nicht die Banken stützen, so wie wir das jedes Mal sehen, sondern die negativen Auswirkungen, die Banken auf die Gesellschaft haben, und da in der Gesellschaft ansetzen. Also gucken, Privathaushalte, wo ist das Problem, was könnten die treffen, und dann da ansetzen, anstatt jedes Mal wieder das Finanzsystem zu stabilisieren. Okay, danke. Letztendlich, das hätte ich jetzt als nächstes gefragt, was sind denn die allgemeinen Forderungen, nicht nur zu Covid-19, aber das sind wahrscheinlich die, ne, die du gerade eben genannt hast, also dass sich eben da grundsätzlich was ändern muss und dass das jetzt nicht so sehr nur auf die Covid-19-Krise bezogen ist, sondern es einfach grundlegende Veränderungen braucht, dass dann halt auch in so einer Krise besser reagiert werden kann. Oder gibt's da noch weitere Forderungen, die man nennen könnte, die es bräuchte, um den globalen Süden da auch langfristig widerständiger zu machen? Kannst du das nochmal wiederholen? Den letzten Teil. Gibt es noch neue, andere? Gibt es noch weitere Forderungen oder Ideen, die wirklich Sinn machen würden, um die Finanzlage in dem globalen Süden dauerhaft zu stabilisieren, auch abseits von Krisen? Also gibt es da letztendlich auch, würde ich sagen, aus vielleicht von Organisationen, die sich konkret um solche Thematiken kümmern, gibt es da noch Forderungen, was sich in Sachen globaler Finanzströme und Finanzpolitik da ändern müsste? Du hast ja gerade schon ein paar Punkte genannt. Die Frage ist nur, gibt es da noch mehr oder waren das so im Wesentlichen die Punkte? Ja, also ich glaube, wie man die Finanzsysteme innerhalb der Länder jetzt konkret schützen kann, da bin ich leider keine Expertin für. Ich glaube, da muss man wirklich vor Ort lokal wissen, was da läuft. Es gibt, häufig wurden die Mikrofinanzen als Allheilmittel vorangetrieben, die angeblich lokal kleine Kredite an Leute direkt an Haushalte ausbezahlen, damit die sich vor Ort direkt ein Kleinunternehmen aufbauen kann. Das ist total daneben gegangen. Da gab es richtig viele Verschuldungen auch wieder. Und Leute, die ihre Kredite nicht zurückbezahlen konnten, beziehungsweise neue Kredite aufnehmen mussten, um ihre alten zurückzuzahlen. Also da ist diese Spirale, dass wenn wenig Finanz- und Wirtschaftskraft in dem Sinne, wie wir es kennen in unserem globalen Wirtschaftssystem oder auch im regionalen,
dann helfen Schulden einfach nicht, weil man kann sich dann nichts aufbauen, um die zurückzuzahlen. Also ich glaube, wenn man innerhalb der Länder ansetzen möchte, dann müsste man das jetzt besser kennen, als ich die Länder vor Ort kenne. Ich glaube, global gesehen können wir halt einfach nicht so weitermachen, immer mit mehr Krediten zu antworten. Also wir haben vor 15, 20 Jahren gab es schon mal einen Riesenschuldenschnitt. Und jetzt sind wir im Prinzip vor der gleichen Situation wieder. Und wir haben eigentlich auch in den 80ern gesehen, dass mehr Schulden eigentlich nur die lokale Infrastruktur kaputt macht, wenn man immer mehr zurückzahlen muss. Insofern, genau, da gibt's zum Beispiel, eine Organisation, die im Moment gute Arbeit macht, ist Jubilee Debt Campaign, ist eine kleine NGO in der UK, die machen coole Arbeit. Global Justice Now ein bisschen, da bin ich selber Mitglied, da bin ich ein bisschen biased wahrscheinlich. Attac hat mal viel gegen Mikrofinanzen, Attac Marokko, die haben viel gegen Mikrofinanzen gemacht. Also da würde ich auf Organisationen vor Ort verweisen, die da mehr wissen, was da jetzt lokal konkret gemacht werden kann. Es gibt, was noch vielleicht spannend ist, in dem Hinblick zu sagen, es gibt viele Initiativen, lokale Bondmärkte oder Kapitalmärkte aufzubauen, wo ich sagen würde, ist im Prinzip erstmal eine gute Antwort, wenn man die wirklich abkoppeln kann von diesen globalen Finanzströmen. Weil sobald das da ist, sind die halt von dem Dollar abhängig, von den Finanzinvestoren, die auf dem globalen Finanzsystem gut agieren können. So, wer kann da gut agieren? Das sind Leute mit riesen Balance Sheets, Bilanzen, die sich aufgrund ihrer Finanzkraft viele Dollar holen können und so auch viel investieren können und viel handeln können. Und solange man die außen vor hält, hat man schon mal relativ viel gewonnen. So. Krediten gesagt hast, das kenne ich auch schon seit ein paar Jahren als Konzept so in der Entwicklungshilfe, ein Konzept, was auch viel kritisiert wurde, dass nämlich Mikrokredite an Individuen oder Familien vergeben werden und die sich dann eigentlich selbst so aus der Patsche helfen sollen, wenn es aber eigentlich strukturelle Probleme gibt, aber dann werden halt so Probleme und Risiken werden da individualisiert und es fehlt eigentlich ein System, was Menschen auffängt. Ich finde das tatsächlich sehr spannend zu sehen. Ich glaube, also das kommt jetzt von einer total fachfremden Person wie mir und wahrscheinlich stehen da andere, die mehr im Fach sind, die Haare zu Berge, wenn ich so einen Vergleich mache. Aber also so ein bisschen kann ich das jetzt hier auch erkennen oder sehen oder wirklich live miterleben, wie es manchen Leuten geht, wenn jetzt halt in der Krise plötzlich kleine Läden oder Kneipen hart getroffen werden und dann werden zwar vielleicht Kredite ausgegeben, Kredit versprochen, aber bei Krediten, da ist das Risiko letztendlich auch immer noch meistens bei den Individuen und das Problem ist nur aufgeschoben. Also was ich so früher aus Erziehung über Entwicklungshilfe und andere Länder kenne, sehe ich jetzt auch hier, das ist echt ein schwieriges Lösungskonzept oder also in meinen Augen nicht wirklich ein Lösungskonzept. Es bräuchte da eigentlich wirklich immer größere strukturelle und solidarische Lösungsansätze, würde ich sagen. Ich habe eigentlich gerade keine weiteren Fragen an dich. Vielleicht noch ein Gedanke, den ich vorhin noch mal hatte. Also das ist nochmal, um nochmal zurückzukommen zu der Rolle des US-Dollar. Also der spielt ja für die Arbeit von Cardus auch eine wirklich große Rolle, weil
in der humanitären Hilfe das auch die Zahlungseinheit ist. Ne? Also wir schreiben unsere Anträge in Dollar, wir werden ausgezahlt in Dollar und sind dann auch immer sehr abhängig davon, was denn von dem Dollar passiert. Und jetzt gerade geht das in so zwei verschiedene Richtungen. So einerseits, obwohl gerade so eine fette Krise ist, stabilisiert sich der Dollar eigentlich immer weiter, so zumindest so. Wir beobachten das halt seit 2018, weil wir seit 2018 viel mit dem Dollar zu tun haben und der ja steigt eigentlich gleichmäßig so im Wert. Das heißt, das Geld, was wir aus der humanitären Hilfe, also für unsere humanitäre Hilfe bekommen, im großen internationalen humanitären Hilfekontext, das wird eigentlich immer so ein bisschen mehr wert. Das ist eigentlich total gut für uns. Gleichzeitig ist Covid-19 bedingt in unseren Projekten in Nordostsyrien ist das wahnsinnig schwierig, unsere Leute vor Ort auszubezahlen, weil die Dollar rein physischerweise nicht mehr über die Grenze kommen. Die Grenze zwischen Nordostsyrien und Nordirak ist ja gerade sehr schwierig passierbar und man muss halt physisch die Dollar von der einen Seite der Grenze auf die andere bringen und das geht gerade nicht mehr. Also das ist sehr verrückt, in was für verschiedene Richtungen diese Covid-19-Krise gerade da Auswirkungen hat in der humanitären Hilfe. Und ich kann das leider überhaupt nicht überschauen oder da so weit überblicken, um vorhersagen zu können, wie sich das dann innerhalb der humanitären Hilfe auch noch weiter auswirken wird. Aber die Verflechtungen sind einfach sind sehr spannend, glaube ich, was das für Auswirkungen hat jeweils. Hast du denn noch irgendwelche Gedanken, die du noch loswerden möchtest? Wie bitte? Ich nochmal den letzten. Hast du noch irgendwelche Punkte, die du nochmal ansprechen möchtest oder Gedanken, die du loswerden möchtest? Ein Schlusswort? Ich glaube, im Schlusswort würde ich mich einfach vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung oder vielleicht mich nochmal wiederholen. Sehr gerne. Also genau, ganz wichtig, wir haben ein globales Finanzsystem, was wir häufig eher so als ein abstraktes System uns überlegen mit ganz viel Spekulation, aber was wir jetzt in der Krise gesehen haben, wollen dann doch alle wieder Sicherheiten haben und die Sicherheit ist halt der Dollar und die Sicherheit des Dollars ist halt nicht nur für dann so individuelle Organisationen wie Cardus oder sondern halt auch für diese globalen Akteure und da das dann im Großen passiert, also viele dann irgendwie damit handeln, wird das richtig so ein Bottleneck im Kapitalismus. Also US-Dollar-Schulden, die haben ganz viele riesen Auswirkungen und wenn man so krass davon abhängig ist, wie man sich mit diesen US-Dollar-Schulden refinanzieren kann, ohne dem selber eine eigene starke Währung entgegenzustellen, also Deutschland hat da nicht so ein großes Problem, dann ist es richtig problematisch, wenn die einzige Antwort jedes Mal heißt, wenn diese Beziehung, dieses System, dieses Machtverhältnis in die Krise gerät, so wie wir es jetzt gerade wieder sehen, dann einfach noch mehr Kredite obendrauf zu stellen, dann haben wir wirklich ein Problem im System und das muss wirklich thematisiert werden. Also es ist ganz gut, jetzt von einer Ungleichheit zu sprechen, aber von diesem ungleichen Machtverhältnis, das müssen wir wirklich angehen. Und jetzt in der Krise kann wirklich nur ein radikaler Schuldenschnitt helfen. Genau, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, ihr habt was gelernt, wenn ihr irgendwie in Kontakt gehen wollt. Gerne mareike.beck@kcl.ac.uk. Könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben. Genau. Vielen Dank. Und einen schönen Abend noch. Ja, super. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Also zumindest virtuell. Ich hoffe, wir können uns dann auch irgendwann nochmal in echt sehen, tatsächlich im Makerspace und
nicht nur als eingeblendeter Hintergrund. Ja, aber vielen Dank für deinen Vortrag, schön, dass du da warst und auch nochmal vielen Dank an die Technik-Crew im Hintergrund, die da ordentlich gearbeitet hat, um das Ganze hier an den Start zu bekommen. Also vielen Dank auch nochmal an euch. Und das war's für heute. Macht's gut. Ciao. Also vielen Dank euch auch allen. Ciao.